So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft Jump League. Ja, und wie in der letzten Folge starten wir auch wieder mit einem neuen Part. Das ist ja Der Part ist sogar nicht neu, den haben wir sogar. Ja. Das war jetzt zweimal. Nein, diesmal war es nicht wie den Lags. Obwohl es auch schon auffällig ist, wie es laggt. Aber jetzt laggt zum Beispiel weniger als letztes Mal. Krass. Hab auch ein bisschen was umgestellt. Ich habe vorher auch schon Aufnahmen gehabt. Die ist schon beispielsweise total verleckt gewesen. Aber da habe ich auch festgestellt, dass ich meine Chance da auch einfach zu hoch eingestellt habe, was total dämlich war. Denn das ist kontraproduktiv für FPS. Da ist es doch kein Wunder, dass es dann noch ein bisschen mehr laggt. Ich müsste jetzt so um die 60 FPS haben. 60 FPS haben. Aber es ruckelt halt auch ein bisschen. Und für normal habe ich eigentlich so 120 bis 130 FPS. Ich finde es irgendwie doof, dass ich nicht in der gleichen FPS-Anzahl aufnehmen kann, wie ich auch nur normal spiele. Das ist ein bisschen dämlich, aber ja. Jetzt, die beiden Male würde ich jetzt nicht wegen der FPS, seit ich die beiden Male jetzt verkackt habe, den Jump'n'Run. Das liegt einfach nur daran, dass ich gerade total dämlich springe. Das liegt auch vielleicht daran, dass ich gerade kommentiere und dass ich das ein bisschen doof mache. Oh. Alter. Ich bin gerade echt zu doof zu springen, merke ich gerade. So, aber jetzt strengen wir uns mal an. Jetzt machen wir mal hier Power rein. Und die speeden nach vorne schon wieder los. Das sind schon wieder richtig schnelle Burschen am Berg. So. Ich kann doch den Sprung hier machen. Ja, der ist easier. Habe ich erst nicht gesehen. So, das nehmen wir mit. Die Angel nehmen wir auch mit. So, jetzt der Sprung ist bestimmt... Oh. Naja, geht eigentlich. So, bam. Oh, den Part mag ich nicht. Der ist so ewig lang. So. So, aber Kiste ist zumindest in reachbarer Reichweite. Oh, was war denn das schon wieder? Ach, man. Jo, es startet schon wieder per... Ja. Diesmal ist es wirklich nicht wie ein Lex, sondern einfach, weil ich mich... Ich sollte einfach mal die Fresse halten. Wie gesagt, also ich, das ist komischerweise bei Aufnahme zieht hier irgendwie, bei, zumindest bei Jump League, irgendwie übelst viel FPS, was ich schon krass finde. Das ist. Weil solche Lags habe ich schon seit langem nicht mehr. Da habe ich nämlich ein bisschen was an meinem PC umgestellt, dass ich endlich momentan relativ flüssige FPS-Zahlen immer habe. Aber hier bei der Aufnahme irgendwie nicht. Aber jetzt holen wir auf. Auch wenn wir noch immer ein bisschen Abstand haben. Aber jetzt ist ein Part, der zum Beispiel eigentlich. Easy ist. Das war jetzt wegen Lag. So, was haben wir noch nicht? Einen Bogen haben wir noch nicht. Die Federn nehme ich mit, auch nicht mit, denn die werde ich kaum brauchen. So, und das. So, machen wir mal ruhiger. Machen wir mal eine ruhige, entspannte Folge. Wir müssen ja nicht immer hier ganz vorne sein. So wie es aussieht, werde ich auch nicht rankommen, weil die scheinen vorne schon ganz schön los zu sprinten. Da werde ich mich nicht mit involvieren. Oh, geilo. So. Der Part ist zum Beispiel mit Lex ein bisschen doof. Ja, tatsächlich. Die hatte ich auch gerade in meiner ersten Testaufnahme gehabt. Die habe ich dann ständig verkackt wegen Lex. Und mal hoffen, dass es diesmal anders ist. So, jetzt hier. Sprung. Shift drücken. Shift drücken, mein Freund. Das muss ich jetzt machen. So. Okay. Ja. Let's go. Look at that skill. Aber ich bin nicht mehr letzter, was auch schon schön geil ist. Vielleicht weil der letzte Sprung vom Part davor, der ist, stellt sich auch manchmal ein bisschen doof heraus. Das weiß ich selbst. Der habe ich auch gerade eben erst noch verkackt. Der hat beim ersten Versuch. Also diesen Sprung hier auf das gelbe Ding da. Der macht sich ein bisschen doof, weil der auch ein bisschen Abstand ist. Deswegen werden da bestimmt viele verkacken. Deswegen könnte ich mir gleich einen kleinen Vorteil sichern. So. Das haben wir geschafft, endlich. So. An die Kiste gehe ich mal anders ran. Naja, anders. Müsste natürlich auch klappen. So. Das läuft besser. Boah, so. Jetzt kann man nämlich mal hier so. Da fallen wir auch nicht ständig runter, wenn wir da drüben jetzt versuchen. Jetzt kommt natürlich Helm habe ich schon. Essen und Angel habe ich schon. So. Jetzt kommt hier der Part. Boah, so. Der sieht immer schwieriger aus, als er ist. So. Leitersprünge machen sich mit Lex immer doof, aber hingekriegt. So. Und wenn ich jetzt mich nicht irgendwie total dämlich anstelle, ist der Part geschafft.
Exactly. So. Okay, den Part kenne ich auch schon wieder nicht. Das ist ja schon wieder spaßig. Ich denke nicht, dass das richtig war, was ich da gerade gemacht habe. Ups. Jetzt hätte ich natürlich Shift drücken müssen, können, tun, sollten. Bisher nur eine Steinaxt, aber das ist so gut wie ein Schwert. Das heißt, eigentlich schon okay. Aber ich hätte doch gerne noch ein bisschen mehr. So, was habe ich jetzt zur Schnelligkeit? Das bringt mir jetzt so viel bei dem Part hier. Ich, ja. Meine Freunde, das ist natürlich... Aber ich bin schon nicht mehr so weit hinten, wollte ich gerade sagen. Zweiter war ich gerade. Das heißt, die scheinen doch nicht so weit vorgespeedet zu sein. Und der eine... Ja, Tatsache. Das heißt, wenn ich den Part hier schaffe, könnte ich... Aber der sieht auch nicht so... Ja, ich versuche immer darauf zu springen, obwohl das eigentlich total falsch ist. Ich muss erst als erstes hier eine Leiter. Dann, bitte, meine Maus... Die Mausbewegung lag ein bisschen, so habe ich das Gefühl. So, dann hier ruf. Oh, jetzt war ich auch gerade erster. So, jetzt hier ruf. Jetzt muss ich darauf. Boah. Und hier an die Leiter. Ah, also jetzt darauf. Oh Gott, das sieht schwer aus. Aber, okay, geschafft. Jetzt hier ran. Okay. Oh, die machen es eigentlich aber nicht noch leichter. Jetzt kommt noch ein Stück schwererer Part, ey. Nee, ne? So. Ja. Leiterspringe. Das doch lohnt. Ja. Merkt man. Was sich auch immer lohnen soll. Okay, der Part würde ich nicht gerade als normal... Okay. Eigentlich. Er ist lang und... Oh, ich mache schon wieder den falschen Sprung. Das ist ja mal wieder clever hier. Das ist ja mal wieder... Wow. So, ich kaufe nur Gomme auf Premi. Na, das ist schön für dich. Das freut mich. So, jetzt hier hoch. Ja, das ist nicht schlecht. Jemand. So, jetzt hier hoch. Okay. Der Part ist quasi einfach. So, jetzt darauf. So. Und jetzt hier nochmal rauf. Okay, der Part ist eigentlich doch easy. Kommt einem nur schwerer vor. Und ich schaffe den Leitersprung nicht. Jo. Da beim Leitersprung muss ich wieder so Kante springen. Das macht sich bei den Lecks, die ich hier ständig habe, ein bisschen doof, habe ich das Gefühl. Jetzt wollte ich schon wieder darauf springen. Das ist total dämlich. Die im Chat rusten schon wieder aus. Das ist schön. Das heißt, wir werden wohl, glaube ich, über diesen Part. Nein, wir werden über diesen Part natürlich nicht hinauskommen, deswegen. Gleich mein Metall umlegen. Das könnte ich tatsächlich noch gebrauchen. Naja, eigentlich. Ich das schon gerne auf der 3. 5, 6. So, Kompass mache ich nach hinten. Weiter Position nicht mehr springen, deswegen springe ich jetzt einfach runter. Ich denke, meine PvP-Teil werde ich auch nicht so gewinnen, weil die bestimmt alle besser ausgerüstet sein werden. Und er laggt auch ein bisschen. Da kommt auch schon der erste. Und der hat natürlich eine Eisenaxt. Das ist natürlich klar und er hat auch bessere Rüstung. Das heißt, ich werde jetzt drauf gehen. Tatsache. Und der spawnt einfach direkt neben mir. Alter. Und hatte der auch eine. Hatte der auch eine Eisenaxt? Bin ich der Einzige, der total kacke. Ja, der hat auch noch ein Steinschwert. Ja, leck mich. Ja, leck mich. Alter, die hat. Das muss ich jetzt mal nachgucken. Das kann doch nicht wahr sein. So, wo ist der erste Kandidat? Da ist einer mit einer. Ja, eigentlich, da fehlt nur die Brustplatte. Ansonsten ist es so. Der hat eine Steinaxt. Okay, dann war ich doof. Der hat aber auf jeden Fall ein Steinschwert. Okay. Der eine hat eine Steinaxt gehabt. So. Okay, der hat auch. Okay, die hatten alle eine Eisenaxt. Eine Steinaxt. Dann habe ich mich halt verguckt. Dann hatten die doch keine Eisenaxt. Ich habe schon gedacht, die haben alle total OP-Waffen, ich nicht. Piep-Piep. Und damit würde ich sagen, ist die Folge beendet. Sie ist ein bisschen unspektakulär geworden. Ein bisschen unspektakulär, aber egal. Das war's auf jeden Fall für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft. Yeah. Jumblick. Ja, ciao. Meine Freunde, ciao.